Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, das wir aus einer Berufungskiste bekommen. Und zwar haben wir hier einmal den Foliant der winzigen Sünden. Dieses Toy kriegen wir aus zweierlei Berufungskisten raus, und zwar aus denen Berufungskisten, die wir dementsprechend in Revendrest abschließen können. Heißt, da gibt es eine epische und eine blaue Kiste, wo das Toy rausgedroppt kommen können. Auf WoW Herz steht noch eine relativ geringe Drop-Chance. Hier haben wir einmal 0,3%. Lasst euch aber nicht beirren, diese Kisten gab es ja schon vor Patch 9.1.5 und dementsprechend ist die Drop-Chance da geringer aufgezeigt, als die eigentlich ist. Ich würde schätzen, dass die so um die 1-5% aktuell liegen kann, die Drop-Chance. Ich habe ja euch die anderen drei Toys auch schon gezeigt. Also es gibt ja auch eins aus der Madraxus-Berufungskiste, eins aus der Nightfee und eins aus der Kyriana-Kiste. Die könnt ihr bekommen, egal welchen Covenant ihr seid. Ihr müsst bloß die jeweilige Berufungs-Daily machen. Könnt ihr mit so vielen Twinks angehen, wie ihr wollt. Ich würde sagen, wir gucken uns das Ding mal an. Und zwar, was macht das? Hilft einem Kleintier, für seine Sünden zu Büße zu tun und ihm das von ihm verdiente Jenseits überzugehen. Okay. Und das kann man nur einsetzen, wenn man ein Paktmitglied der Ventier ist oder wenn man bei den Ventier eine Ruhmstufe 80 erreicht hat. Ich bin mit dem Schei jetzt bei den Nightfee, aber ich habe bei den Ventier schon die Ruhmstufe 80 erspielt, deswegen müsste ich das eigentlich auch einsetzen können. Das lernen wir jetzt einmal an der Stelle. Und dann schauen wir mal rein. Ich habe mir hier hinten auch schon ein paar Kleintiere rausgesucht, da sind sie. Das Ding hat das eine Abklingzeit, eine Minute, ja. Das können wir jetzt einsetzen. Dann channeln wir hier so einen Strahl auf diese Kakerlake drauf und ihr seht, dann kommt ein kleiner Geist raus mit einem Sündenstein, ganz passend zu den Ventier und Revendrest, und das ist es eigentlich, was das Toy macht. Ist eine ganz nette kleine Geschichte, könnt euch ein paar Kleintiere raussuchen und die quasi damit wegbrezeln. Gut, damit sind wir wieder am Ende von dem kleinen Video. Wenn ihr noch die anderen Toys sehen wollt, ich habe die Sachen alle in der Playliste und ja, da könnt ihr gerne mal ein bisschen durchschauen. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.